Sehr vielen Dank schön dafür, dass Sie von der Weide unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Uns würde auch sehr voll, wenn Sie uns sehr gut wären und der Uni den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreiben Sie uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht der Sie uns auch mal in die Folge, schickt uns Ihr Zeugnis. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für Ihnen sein. Mit diesem Video möchten wir Ihnen weiter mitmachen und sparen mit uns Taub nach Israel zu kommen. Wir wurden, wenn Gott in Wahl ist, vom 20. Februar bis zum 6. März der Israel-Reise machen. So, wenn die noch nicht abgesehen haben mit uns, könnt ihr uns sparen, dass die Däune sehr schwindel schmählich. Weißt du was? All unsere Gruppe Taub haben nur all über 150 Menschen abgesehen. Eine ganze Reihe Plattdeutsche sind auch noch mank. Wir haben, meine Frau und ich haben ein paar von den Plattdeutschen abgesehen, und wir freuen uns, dass die mit uns sind. Eine ganze Reihe Plattdeutsche. So, unser Bus wird alles Plattdeutsch sein. Wenn die wollen, wir haben noch Raum, wir haben etwa 40 Menschen haben da. Und dort wird, meine Frau und ich wurden dort ein Plattdeutsch übersetzt, ich war übersetzt. So, wenn die wollen kommen, dürfen sie schwindelsmählich absehen. Weißt du was? Israel ist das Land, wo Gott sein Sehen Jesus handschätzt hat. Er leitet ihm durch Storbe am Kreuz für uns. Er stund von der Dörde ab und fuhr im Himmel von dort. Und er sagt, ich will da, wo er hinkommen. So ist er in den Himmel gegangen, so wo ich war zurückkommen. So, wo die mit uns wählen, heute mal an das heilige Land, mal auf die Erde gehen, wo Jesus gegangen ist. Dort ist nicht weichgeschmiert mit Geld. Ich sage, dann will ich die Bibel besser verstehen. Dann will ich ihr Leben besser verstehen. Eins für erst das Wort ordnet, wenn du dort Land gesehen hast. So, wie möchte ich uns sehr hier ansparen? Wir haben noch Raum. Seid ab mit uns. Okay? Wenn ihr alle Einzelheiten wollt über die Preise, die kann ich Ihnen geben. Du bloß den Video ganz bei mir einkicken. Du wollt die Preise alle sehen. Ich habe die Blätter da hingestellt. Bekicken den Video ganz bei mir ein. Da sind alle Preise buh. So, was die uns haben noch angeboten, was nicht auf dem Video ist, was ihr bei mir einkicken wollt, da werden heute hier nie gemerkt. Die haben uns angeboten, dass all die Jansen, die nicht von der Stadt fliehen wollen, wenn du was von Kanada oder von Belize oder von Mexiko oder von Paraguay, Bolivien, wenn du was uns dort treffen in Israel, du kannst deine eigenen Tickets schreiben. Okay? Und dann ist der Preis in Abit Jevenia. Die sagen, das sind Preise für 5.500 Dollar und für 7.000 städtische Dollar für eine Person. So, wenn du was von deinem Land fliehen, dann kriegst du 800 Dollar weniger. Du brauchst 800 Dollar weniger Tolle von den 7.000 und 700 Dollar weniger von den 5.500 Dollar. So, wenn dir da was halb fehlt, der uns ein bisschen Audio schicken, unsere WhatsApp-Nummer ist da auf dem Video buchen, schick den Video bei dem Engtau und dann der uns einen Audio schicken, dann helfen wir ihn aus. Wir wollen ihn die Formulare, die Papiere alle durchschicken, kostet ausfallen ans durchschicken. So, mit dit mit diesem Video möchten wir Ihnen wirklich anspornen, kommt mit uns, das heilige Land zu besuchen. So, ich schicke noch den Video beim ein, da sind alle Einzelheiten, und dann dauern uns ein Audio schicken. Habt ihr das mal gejankert, nach Israel zu fahren? Habt ihr das mal gejankert, zu sein, dort Land, wo Jesus gegangen ist, wo Jesus für unsere Sünde am Kreuz auf Golgatha gestorben ist? All die Bilder, wo wir einmal sein in unserem Kopf, wenn wir die Bibel lesen, dann wollen sie mal alle wirklich sein. Wie möchte die von dir mit diesem Video einladen, mit uns in dem heiligen Land Israel zu fliehen? Dort alle zu sein, wo Gott dort alle beschrieben hat in der Bibel, Gott sein Wort, wo dieser Mensch hier gewohnt hat, wo Jesus auf diese Erde ging, wo Jesus am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde starb, so, wie können ihr Rat werden? Wie möchte ihr uns sehr gerne einladen, mit uns zu kommen, ob ihr in Kanada wohnt, in den Staaten, Mexiko, Belize, vielleicht in Bolivien, in Paraguay, vielleicht nach anderen Ländern, vielleicht von Deutschland. Würdet ihr mal mit uns mitfahren, mit einer Klampe anderer Musikgruppe, dort Land zu bekicken? Wir haben hier zwei Optionen. Du kannst die auswählen, wo du dort wo am besten wählen. Wir haben einmal, der wir nun möchte ich erst mal den Datum sagen, wie vor, vom 20. Februar bis zum 6. März 2023 habe ich diese
Israel reist, so sie sich all sehen, du kannst die auswählen. Wenn du bloß nur Israel warst, von New York City, wird Israel in Wada Trainer, New York City. Dort sind 4.500 städtische Dollar. Und dort würde 8.000. Okay? So, die andere Option ist, du kannst, wenn du mit mehr Geld was ausgeben, von New York City nach Ägypten und von dort nach Jordanien und von dort nach Israel. Dort sind 15.000. So, der Preis würde 7.000 Dollar sein. 7.000 Dollar. Dort ist alles mit angeschlossen. So, nun möchte ich jünd ansparen, eine Entscheidung zu machen, mit uns zu kommen. Wir waren in 3 Länder reisen, wenn du die ganze Reise hast, 15.000, 45 verschiedene Städte, wo du sein, wo in der Bibel erwähnt sind, auch wo wir 9 verschiedene Städte besuchen, wo sehr wichtige Städte sind, wo die Bibel erwähnt hat. Auf dieser Reise, wo wir 8 Musikgruppen haben und Redner. So, meine Frau und ich wollten sein, ich sehe einer von den Rednern, einer von den Musikanten. Das wird alle auf Englisch sein, aber ich wurde auf Plautdietsche übersetzt. So, wenn du so schwindest, ist mehr richtig, kannst du absehen. Die ersten 40 Stück, die ich absehen wollte, die wurden mit uns im Bus sein. Ich wurde dann auf Plautdietsche übersetzt, wo immer du fährst. Und die wurden dann mit uns in dem Bus sein, für die ersten 40, glaube ich, sind dort, wo in einem Bus dann Pause nennen. So, wenn ihr mit das absehen denn, ich möchte dort vorzeigen, das ist eine Reise, die wirst du nie in deinem Leben vierte. Dort sieht bloß ganz grünlich sein Schmack. All die Städte, die wieder worden sein. Wenn du die ganze Reise hast, die 15. wir wurden in Kairo, Ägypten anfangen, da wirst du die große Pyramiden sein, du wirst das ägyptische Museum sein, dem Suezkanal, das ist ein Kanal, wo die Menschen gemerkt haben, wo große Schäbdeich kommen, von der ganzen Welt. Dann wirst du, wenn wir von Ägypten losreisen, kriegt es Israel, das Moses dann mal, die Israeliten dort von Ägypten, durch die Wüste, durch Jordanien in Israel bringen. Den ganzen Weg, wo wir fahren, dann wurde das alle erklärt. Du wirst nach den Moses sehen, Moses Brunnen sein, den Baum, und dann wirst du Petra sein, Amman, den Berg Nebo, und dann, wenn wir dann in Israel kommen, dann wirst du Caesarea Philippi sein, Kapernaum, Berg der Seligpreisungen, wie weit hier in der Bibel sagt, die Seligpreisungen, selig sind die, und so wieder. Dort wirst du sein, krieg, wo Jesus dort durch Saia deit, krieg, ob das steht, sehr interessant, er hat mal Eier sein, es ist grünlich sehr schmuck, so wird verrobt zu sein. Dort denkt ihr, dass Jesus dort gesehen hat und hat das alle mitgeteilt. Megiddo, Kanan, Mount Presifse, Mount Arbel, und dann Haifa. Haifa ist eine große Stadt, die wo ich auch sein, dort am Meer. Caesarea, Tal von Armageddon. Armageddon ist die Stadt, wo die Bibel sagt, dort wird der letzte Schlag sein. Der letzte Krieg auf dieser Erde. Armageddon. Ich glaube, das sagt man dort auf Deutsch. Dort sagt in der Bibel, da wird so viel Blut sein, da wird der Piedbett am Turm reden. So, ihr werdet toll sein. Interessant, alles die Leute, und wer sie dabei? Weißt du, wenn er da passieren wird? Das wird keiner nicht als bloß Gott allein. Und bei einem Garten, so wie bei Kirche, dem Garten geht Zemane. Stell dir mal vor, du wirst gleich da sein, wo Jesus betet mit der Jüngertaub, dass sein Schweiß aus Blut wird. Du wirst die Sette und die Bäume, die Seite der Bäume sind noch von dann da. Und dann wollen wir den Ölberg sein. Und dann noch ganz interessant ist auch noch Bethlehem. Bethlehem ist da, wo Jesus geboren wird. Dort wo wir auch sein. Die Davidstadt, Hiski, Tunnel, und das Israel Museum. Ich freue mich als sehr, mit Jüntaub, all das zu sein. Weißt du, was das kriegt, dass man die Bibel abfertigt? Da wirst du die Bibel besser verstehen. Da werden möchte ich Jünt mitmerken, kommt mit uns, sind uns das hier zu sein. Der große Tagone, wo Jesus viele Jahre trägt, ob das ihr wir.
Und er sagt uns, dass wir ihm sollen nachfolgen, dass wir uns vor dem Himmel sollen dienen. Hier wollen wir sein, mit Jüngtaub. Hier wollen wir die Fläche sein, wo die Hirten wären. Als Jesus geboren wird, dann kommen alle Engel und sagen zu den Hirten, von der er ist ein König geboren, der König aller Könige. Das ist uns Jesus. Der Blatal. Ich weiß nicht, was dort ist. Ich glaube, in der Bibel sagt es auch noch von Schriftrollen vom Toten Meer. Der hatte seine Schriftrolle gefunden. Eule Rolle. Von diesen Jahren alt hat er im Meer gefunden. Und die wollen wir auch sein können. Und dann wollen wir noch den Jordanfluss sein. Ich dachte immer, der Jordan wäre ein größer, breiter Fluss. Das ist bloß ein schmaler Fluss. Ein schmaler Riefer. Den wollen wir auch sein. Und dann das Holocaust-Museum. Das die Jüde hand im Zweiten Weltkrieg dort gemerkt, vergast hand. Dort Museum, wo wir sein. Und dort ist sehr interessant. Wenn es dort, als Israel war, Israel geworden und 1948, so verstehe ich dort. Dort Israel war nur ihr Landheim, das dann wir in der ganzen Welt verstreut. Wenn diesen Holocaust, was sie die Jüde getan haben, was sie die gemordet haben, sind die weit reden angekommen. Dann wollen wir dem Herodes in den Tempel sein. Den Kreuzweg, wo Jesus mit dem Kreuz in Jerusalem rüttging, und ab Golgatha, ihr kriegt sich was, der steht, wo ihr seid. Ihr wollt auch den Gartengrab sein, wo der dort Graf, wo Jesus begruft, hier dem Stein, wie er gerollt, oder in der Höhle, wie er. Galiläa, Galiläische Meer, das ist ein Meer, wo Jesus am Boot ging. Dann wollt ihr noch, das seine Karmel, Berg Zion, und dann Jerusalem. Die heilige Stadt Jerusalem, wo ihr seid. Du kannst ihn auch auswählen, weil du weißt. Das hat ja am Anfang auch gesehen, wenn du bloß weißt nach Israel vor, oder fliehen von New York City, das sind 5.500 städtische Dollar, so dort kann ich ihn auch wählen, diese Stadt, oder ich dann 7.000 Dollar, und dann kann ich all die 15 Dollar, diese ganze Reise machen. So, wenn ihr eins was fehlt, dann wird uns ein bisschen Audio schicken. Ich will Ihnen den WhatsApp hier handeln. Dann schreibe ich Ihnen die WhatsApp-Nummer ab. Dann gebe ich uns mal ein Audio schicken. Wir helfen Ihnen sehr gerne. Ich will hier ein Formular haben, das ihr gerne ausfällt. Dann schicke ich dort noch eins, dann wo wir das wiederladen. Okay? So, ich habe alle Bilder hier. Während ich hier rede, die Bilder sind hier in Tide, wo ihr warst. Ihr habt einmal gesehen, ungefähr wo ihr wart. So seht ihr auch Bilder aus. Aber in Wirklichkeit sieht das viel besser aus als dort, okay? So, nun möchte ich Ihnen sehr mitmerken und ansporen, vielleicht mal eben nachzudenken, wir leben mal einmal auf dieser Erde. Kommt doch mit uns und bekickt mal das heilige Land, wo Jesus auf dieser Erde ging, wo er uns die Bibel gegeben hat, sein Wort, sodass wir keine Gottesdienste hier waren. So, von der möchte ich Ihnen mitmerken, dass wir waren in Israel mit Jüngern reisen können, und mit Jüngtaub Gott sein Wort sein will, dort da alle aussieht. Wir würden uns ganz gründlich sehr freuen, wenn jemand würde mit uns abseinen, wenn ihr ein Video nicht gekriegt habt, der würde man bereden mit deiner Frau und deinem Mann, auf jeden Fall würde wollen mit uns mitfahren. In all den Ländern, wo ihr wohnt, hier habt ihr genug Geld, um einmal im Leben so etwas dort zu tun. Das ist kein weichgeschmiedenes Geld. Das ist auch nicht Geld für uns, sondern das ist, dass wir gerne lernen wollen, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist und weil wir können seine Kinder werden und das zu sein, wo Israel ist und wo die Israeliten wohnen von dir und die vielleicht auch ein Zeugnis sind. So, kommt mit uns, send mit uns ab, das uns ein Audio schicken und wir möchten hier mit Ihnen reisen und wir wollen Ihnen helfen und wir wollen alles für sich auf Plautdietsche Seite für Ihnen. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.